Bei der nächsten Übung geht es um die Briefgestaltung. Hier ist die Empfängeradresse, das Datum und die Grußformel mit dem Namen eingerückt. Das wird zwar heute eigentlich kaum mehr so gemacht. Normalerweise werden alle Inhalte auf der linken Seite ausgerichtet. Es kann aber mal sein, dass du ein Kuvert hast mit einem Fenster auf dieser Position oder dass das Briefpapier ein Logo hat, an dem eben diese Inhalte ausgerichtet werden sollen, damit eine optische Achse entsteht. Wie auch immer, ich zeige dir einfach das Grundprinzip von Tabulatoren und hierfür ist dieser Brief gerade geeignet. In der Übungsdatei ist das alles noch linksbündig. Ich überfahre also den ganzen Text und jetzt setze ich einen linksbündigen Tabulator. Wie gesagt, das kannst du da, indem du mehrmals klickst, auswählen auf die Position 9. Und jetzt muss ich noch die entsprechenden Inhalte mit einem Tabulatorschlag einrücken. Hier unten noch die Grußformel, den Namen und jetzt bei den Beilagen, da verwenden wir den Tabulator etwa bei der Position 1,5. Also wir verwenden den bestehenden und verschieben ihn einfach an die entsprechende Position. Schon fertig.